ein Ort, du stehst. Jede Menge Mörder findest, du findest heute nicht. Kuschelbett. Du musst dich fragen, wissen sie nicht, wo mein Otto steht. Ich kann kaum noch aufrecht stehen, geschweige denn noch grad ausgehen. Als wächt Maus und stütze derisch gegen mein Flint, es ist nicht schön. Gestern hab ich mich doch eingebracht, greif vor der Tür. Vor meiner Lieblingswirtin zwingen, flotten Set auf mir. Na, weil es sind dann 15 Kriegeln geworden, plus Schnaps und Wein. Jetzt bedel ich mich da um meinen Hydranten ein. Hebt's mir auf, gibt's mir eine Chance, setzt mich in mein Meckermaus. Nicht zu Fuß schaff ich's ganz sicher nicht nach Haus. Das ist ein Gross. Lange Haare, schmale Schultern und ein Duft liegt in der Luft. So nach Chanel, nach Chanel, nach schnell ran. Weil man da heute nicht widerstehen kann. Nur schnell ran, weil ich grad widerstehen kann. Lang und schlank das Bein, ein hoher Kick verschnürt. Und die Front ja fast genormt, der Puma was, sowas verfügt. Selbst das Quo der heute anwesenden Damen weiß, unter gewissen Situationen kann man sich nahezu jeden Typen schön trinken. Ne? Scheinbar gibt's in diesem Lokal ja gar nichts zum Trinken. Ne? Gibt's nichts zum Pipern. Bedienung! 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 Komm ja schon! Grüß euch! So ein mikrowellenfrischer Megaburger tat sich halt nicht von selber auf. Kommen Sie mir da nicht gleich mit einem Checheranten-Dschihad. Ah, schon ein Verwirrter. Dies ist ein Fabelwesen aus dem Reich der Männerfantasie, also die Personalunion von einer Sexgöttin und einem Frauenzimmer. In der Tatsache, dass einer wie ich sauft wie ein Loch, sich dann wie sie sicher kann füllen. Ne? Wie bleibt's, schönes Kind? Ich steh gleich in den Schmäh und sag, was sein wird. Ja? Also bitte ein Viertel aufgespritzte Laborbeerle, einen doppelten Maroon oder als Übergangslösung vielleicht so deine Privatadresse, weil mir meine gerade nicht einfallen. Da schon her, ein ganz neuer. Dann sind auf alle Fälle Mitglied einer Terrorzelle. Das bin ich mir gewiss, weil du schon ein Viererbomben bist. So kannst man nicht angefallen machen. Sieh ich die entfallen mir Sachen. WZB, meine Handynummer. Geboren mir deine Reimer Sommer. Da treffen Sie zwar Freunde. Sagt der eine zum anderen. Also das fängt so wie die meisten Witze an. Sagt der eine zum anderen. Stell dir vor, jetzt bin ich schon fast 40 Jahre. Ich finde keine Frau, weil jede, was ich anbringe, die schmeißt meine Mutter wieder raus. Sagt er, okay, das gibt's ja nicht. Sucht er irgendeine, die vielleicht so ähnlich ist wie die Mama. Na gut, wir treffen sie nach einer Woche wieder, sagt er, na was ist? Sagt er, heißt er eine gefunden wie die Mama. Wie die, also ein richtiges Ebenbild. Sagt er, was war? Hat der Vater ausgekommen. Du bist doch Lustobjekt, Schönmann. Hast du's noch nicht kapiert? Du glaubst, du hast es auch, doch ich bin inspiriert. Ja, auf der Witz aus Wort auf die, du bist ihm jetzt was bockt.
hast glaubt, du hast recht auf mich, da hast die Schwerter zockt. Ich hab den Spieß längst umgedreht, die Karten neu gegeben. Ab heute bin ich still umgehen und folge dies das Leben immer. Hast du's noch nicht gecheckt, Mann? Du bist bloß Lustobjekt, Mann. Hast du's noch nicht kapiert, du glaubst, du hast es doch, doch ich bin's delegiert. Mehr tausendfältes Rohr vor langer Zeit. Mein Freund, ich habe mich schon lang von diesem Fall befreit. Kochen, waschen, putzen, nehmen, mein Schatz gehört jetzt dir. Und sollte ich dich heute nicht mehr sehen, fühle ich geküsst von mir. Hey Mann, hast du's noch nicht gecheckt? Hey.